Willkommen zurück, meine Freunde, bei Kingdoms of Amalur. Wir sind immer noch in Rathier und wir wollten, oder ich wollte, hier erstmal die kleineren Quests machen, weil die alle hier in der Stadt verstreut sind. Und das möchte ich auch machen, und zwar müssen wir als nächstes dorthin. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was für eine Quest ich überhaupt angeklickt hatte. Ach so, die Hauptquest, der Durchbruch. Nee, noch nicht. Das geht natürlich weiter, aber zuerst müssen wir noch die anderen Quests machen. 30. Gut, 34. Und nicht ein Goldstück mehr. Mein Freund, lasst euch Lürgriffs Wunderwerke nicht entgehen. Hier war das drin, oder wie? Da ist er. Willkommen, willkommen. Willkommen bei Gwalchmais Güter. Wir beliefern ganz Rathier, ob arm oder reich. Hohe Herren und Spatzen gleichermaßen. Gut, ich habe ein Geschenk für euch. Maibrühenwein? Um alles in der Welt habt ihr den denn her? Verzeiht mir, der ist wirklich verdammt schwer zu kriegen. Ihr wusstet es vermutlich nicht, doch keinen Wein liebe ich mehr als diesen. Ich werde ihn gleich öffnen und einen Schluck genießen. Oder zwei. Seht euch bitte diesen Vertrag an. Was ist das? Karastas Vertrag? Hätte mir denken können, dass sie dahinter steckt. Aber ich war wohl wirklich etwas zu hart zu ihr. Hier ist eine angemessene Zahl, die sie nicht die Nase rümpfen lassen dürfte. Was meint ihr? So viel, ihr verletzt mich. Ich akzeptiere. Okay, so viel, ihr verletzt mich. Versteht das nicht falsch. Ah, nun, es wird mich nicht ruinieren. Hier ist mein Angebot. Oder besser mein Geschenk an sie. Was sagt ihr? Ja, das ist gut. Das können wir ihr geben. Für umsonst bekommen, da ich meine, ja, Überredenskünste, da darf sie sich auch noch mal. Ach, nein. So, hier runter. Da darf sie sich auch mal bedanken bei mir, dass ich den verdammt noch mal besten Preis rausgeholt habe. Umsonst nämlich. Umsonst. Haltet euch gerade und seht euch. Das war hier drin, glaube ich. Was kann ich euch bringen? Da steht sie ja schon. Der Vertrag? Ihr habt ihn? Lasst sehen. Das ist... Ich traue meinen Augen nicht. Dem hat er zugestimmt? Oh, mein Täubchen, das habt ihr gut gemacht. Das wird sich für mich lohnen. Und das soll es auch für euch. Tja, wohlan. So. Nee. Das haben wir jetzt auch erledigt. Duell-Sekundant. Ach so, genau. Moment. Zu einem Duell. Wenn das jetzt hier in der Stadt ist, dann mache ich das natürlich noch. Ein Duell. Vielleicht muss ich ihn jemanden schlagen. Kann ich wieder zurück. Jemanden verprügeln, das ist eh am besten. So, mal gucken, wo es hingeht. Wenn es jetzt außerhalb der Stadt ist, dann mache ich es allerdings nicht. Nee, Moment. Hier geht's lang. So, ach so, hier. Hallo. Ja, hallo. Ach, das ist hier in den Stollen, ja, genau. Vielleicht ist es ja... Ja gut, es ist in der Nähe. Ich muss nicht erst hier kilometerweit durch den Stollen latschen. Hier hinten. Psst. Na, Fremder? Kaufen oder verkaufen? Nee. Ach doch, ihr habt Schattenrose. Bei Lyria nicht so laut. Es könnte euch jemand hören. Also schön, wenn ihr das nötige Kleingeld habt, habe ich, was ihr sucht. Ich bezahle dafür. Denkt daran, ich habe das noch nie gesehen. Und euch auch nicht. Wegen der Schattenrose. Ihr habt, was ihr wolltet. Nun geht. Verschwindet mit dem Zeug. Okay. Ich will meine Kohle aber wieder zurückbekommen, das sage ich dir. 2000, wie viel? 2400, 2500 ist eine Menge Holz. Ich mache ja eigentlich diese Quests, damit ich Na, sieh mal eine Gold an, dazu verdiene. Ein Oberflächler. Oder
Erfahrungspunkte. Platz da, Bürger! Aber wir müssen dem ja bei seinem Unterfangen helfen. Warum nicht? Aber... Kuriositäten, 50 Talismane, mächtige Gegenstände. Das muss sich dann aber auch für uns lohnen. Mann, was ist das hier verwinkelt, ey. So, jetzt müssen wir das wieder Schiff hier rein. Morgen bei Anbruch der Was kann ich euch bringen, Schätzchen? Ach, noch nichts. Wenn ihr ein Zimmer braucht, kann euch der Gastwirt helfen. Ich brauche kein Zimmer. Sag mal, warum habt ihr es denn immer so verwinkelt eigentlich? Ich komme hier gar nicht klar bei euch. Da muss ich nicht hin. Da ist hier auf jeden Fall irgendwo. Hier geht's noch lang. Oh, Gottes Willen, ey. Wo ist er? Hier, er. Bitte, bitte. Ich bin nur ein Soldat, der aus Chlorikon zurückkommt. Kniet euch nicht nieder. Und ich fürchte, ich segne keine Fremden. Ich hätte mich eh nicht niedergekniet, nur so zur Info. Ich bin Valens Sekundant. Ihr seid der Formalitäten wegen hier? Mein Schwert ist hinten. Es ist neu. Eine prächtige Waffe. Nur zu, inspiziert es. Es wird euch gewiss gefallen. Ach so, das ist hier in der Richtung. Was? Diese fein verzierten Klingen wird Daltan im Duell verwenden. Schattenrose auf die Schwertspitze auftragen. Ja, natürlich, das sollten wir ja. Wenn sich das nicht lohnt hier, Alter, dann ist was los. Wo ist er? Ach so, draußen, der ist gar nicht hier. Die Pappnase, ich will ordentlich Kohle haben. Dann kann ich wieder zurück. Sonst wird das hier Minusgeschäft oder es bleibt alles gleich, dann hätte ich mir das auch klemmen können. Obwohl es dann ja immerhin noch Erfahrungspunkte gibt. Was? Historische Markierung. Monument Tirins Baum. 730 Jahre, nachdem eine Schar von Pilgern die Felsnadel betrat und sie Rathir nannte, riss das Schicksal die hohe Priesterin Bayala Tirin aus der Welt der Lebenden. Und so wurde an diesem Ort der erste Baum der Stadt gepflanzt, als Erinnerung an unseren Verlust und die Geschenke, die sie uns gemacht hatte. Okidoki. Haben wir auch ein bisschen was über Rathir gelernt? Eine angenehme Brise, hm? Ist ja nicht so schlecht. Auch ein bisschen in Erfahrung zu bringen, was es mit der Stadt auf sich hat. So, Valen, was geht? Nun, nicht nur ihr seid beschäftigt. Ich habe jeden Gefallen eingefordert, den man mir noch schuldete. Nun gibt es nur noch eine letzte Sache für nach dem Duell. Was meint ihr damit? Ich habe es genau geplant. Mit eurer Hilfe bin ich frei von Rathir, frei von dem Krieg, frei wie ein Vogel. Ich muss mich auf das Duell vorbereiten und darf nicht bei den Docks gesehen werden. Ihr müsst dort nach Jaibir suchen und ihm den Namen des Schiffs nennen, das ich geheuert habe. Die Schicksalsmaid. Auf ihr entkomme ich, wenn mich alle für tot halten. Und was machen wir jetzt? Ja, das weiß ich ja schon. Wenn ihr fertig seid, kommt zum Duellplatz. Entschuldigt, ich muss hier durch. Ja, ich stehe nicht im Weg. So, jetzt müssen Mal wir... Wartet, ah. Ihr dort. Ihr habt mit meinem Sohn gesprochen. In was ist er verwickelt? Ich weiß schon von diesem törichten Duell. Aber es gibt noch etwas, nicht wahr? Wer seid ihr? Valens Mutter. Herrin des Forstet Handelskontors. Keine Frau, die tatenlos zusieht, wie ihr Sohn vom Regen in die Traufe stolpert. Woher wusstet ihr das? Mit einem Sohn wie Valen lernt man schnell. Und im Grunde ist es alles meine Schuld. Ich hätte ihm nie vom Militärdienst erzählen sollen. Weg mit euch. Er täuscht seinen Tod vor. Das ist es also. Ich hätte es wissen müssen. Einen Kriegshelden entehren und sich aus Rathir schleichen. Nun, ich sage euch etwas. Alles wie gehabt.
aber gebt ihm stattdessen den Namen Rabenschwinge. Ich schicke ihn geradewegs nach Chlorikon. Er braucht eine ordentliche Lektion. Wenn es getan ist, kommt wieder her. Ihr werdet gut bezahlt. Ich verspreche es. Heute der Hafen, morgen das Meer. Ja, okay. Walen schickt euch? Was gibt es? Diese Sache ist wirklich teuflisch seltsam. Und ich scheue mich nicht, das auch zu sagen. Schicksalsmeid, da will er ja hin. Und ja, Rabenschwinge hat die Mutter ja gesagt. Okay, wischen wir ihm eins aus. Die Rabenschwinge? Ihr seid sicher, dass er dieses Schiff genannt hat? Nun, wer bin ich, es besser zu wissen? Ihr werdet das Schiff retten? Ja, wenn ihr geht und sein Sekundant seid. Das ist die Abmachung, nicht wahr? Na dann los. Dann guten Tag, Täubchen. Und viel Glück. So, jetzt müssten wir eigentlich mit der Mutter reden, eine angenehme Brise, die uns abgefangen hat. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ach, tatsächlich? Na dann. Auf Deck und. Aber gut, wo muss ich hin? Ja. Da ist das Duell jetzt, oder wie? Tippe ich doch mal einfach. Gut, ihr seid hier. Wünscht mir Glück. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Was habe ich getan? Lyria, wie grauenhaft! Ja, jetzt denkt er hat ihn umgebracht. Wie unfair. Er hat jetzt voll das schlechte Gewissen, aber wir gehen erstmal jetzt wahrscheinlich zu seiner Mutter als nächstes. Ach, tatsächlich? Na dann. Oh, und hallo, Fremder. Jetzt holen wir uns die dicke Kohle ab. Will ich doch schwer hoffen. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Ihr habt das Richtige getan. Das ist gut. Ich weiß, Chlorikon ist gut für den Jungen. Hier ist eure versprochene Belohnung. Gut, gut. Ja, gut, gut. Erstmal dem Sohn eins ausgewischt. Gut, gut. Das ist fein. Gefallene Spatzen, Stadtwache aufsuchen. Ja, das weiß ich noch nicht. War das auch noch hier? Das war auch noch hier. Was muss ich denn da machen? Alles klar, das machen wir noch. Das ist ja auch hier, oder? Ja, es ist direkt hier um die Ecke. Wir haben ein reichhaltiges Angebot. Kuriositäten. Bewahrt den Frieden. Talismane, mächtige Gegenstände. So rum. Ein Gebet für unsere Truppen. Ach so, in der Oberstadt ist das, okay. Kein Problem, das ist ja direkt hier. Guten Tag, Herr. Mein Sohn Malion ist schwer krank. Die Heiler sagen, es sei Blutkrankheit. Doch ich bin überzeugt, er wurde vergiftet. Wäre ich jünger, würde ich das Lapidus selbst beschaffen und es ihnen beweisen. Ihr braucht Lapiduswurzeln? Bringt meinem Sohn diese wilde Pflanze und ich werde euch fürstlich belohnen. Ich schwöre es. Wo muss ich suchen? Ich weiß nur von einem Ort, den Sümpfen von Akatan. Dort müsst ihr danach suchen. Ihr erkennt Lapidus an der Form seiner blauen Blüte. Seid auf der Hut. Ich habe vor euch schon andere Diener geschickt, die nicht zurückkehrten. Kein Problem, ich würde schon zurückkehren, aber ich werde es jetzt nicht machen. Ich gehe jetzt nicht extra in irgendeinen Sohn. Einfach fürchterlich. Wenn wir da sind, dann okay, aber ansonsten wird diese Quest erstmal auf Eis gelegt sein. Böses Blut, das war das. Was macht irgendwo. Moment. Wir müssen. Hä?
Die Stadtwache. Weitergehen. Ach so, in die Unterstadt wieder. Ich habe gerade irgendein Gebäude gesucht. In die Unterstadt. Da müssen wir auch noch was suchen und ein Geheimnis aufdecken. Die Wache sieht alles, was im Rat hier vor sich geht. Meister der Zauber. Ein reichhaltiges Angebot. So, wo geht's jetzt hin? Ach so, es geht raus aus Dings. Nein, nein, nein. Raus gehe ich auf keinen Fall. Alles hier böses Blut. Nein, gefallene Spatzen. Die Stadtwache aufsuchen. Das müssen wir noch machen. Und dann können wir mit der Hauptstory schon fortfahren und denjenigen besuchen, wo weswegen wir überhaupt in Rat hier sind. Aber erst noch mit der Stadtwache reden. Stadtwache! Noch einen weiter. Also, oh, hier ist wieder alles so verwinkelt, ey. Die Wache sieht alles, was in Rat hier vor sich geht. Ja, auf jeden Fall. Geh mal weg jetzt. Dunn und seine Männer wurden, wie erwartet, an den Kais gesichtet. Schickt niemanden dorthin und erzählt auch niemanden davon, bis ich es euch sage. Sollte sich irgendjemand einmischen wollen, schickt ihn dort runter. So, da haben wir unsere kleine Notiz. Kein Problem. Regt euch ab. Ich hab schon längst das, was ich haben wollte. So, an den Kais, also da, wo die Schiffe sind. Kein Problem. Oder auch nicht da, wo die Schiffe sind. Achso, ich muss ja zu ihm. Die Spatzen schicken einen Bluthund zu den Piers. Und wir sind natürlich genau dort, wo er uns haben will. Euch und mich. Euch und mich? Ihr glaubt, ich würde einfach so wieder nach Rathir spazieren? Nein. Er hat mich hergelockt, um mir die Morde anzuhängen. Das hat er getan. Wo er uns haben will? Der Hauptmann der Wache natürlich, der all die Spatzen getötet hat. Vermutlich hat er euch selbst geschickt, hat euch aus dem Weg geschafft, damit er die letzten von ihnen in Ruhe töten kann. Gerissen ist er, das muss man ihm lassen. Woher wisst ihr das? Er kennt das Menitekel. Und wenn ihr nicht so ein Narr wäret, hättet ihr diese erbärmlichen Lumpensammler in Frieden sterben lassen. Ihr hasst die Spatzen nicht? Oh. Ich würde auf ihre erbärmlichen Gräber spucken für das, was sie mir angetan haben. Aber nicht genug, um unsere Gesichter in Rat hier zu zeigen. So verrückt sind wir nicht. Dann muss ich zurück. Oh, ho, ho. Wisst ihr, das kann ich nicht zulassen. Talibor wird einem von uns die Morde anhängen. Und zwar nachdem er ihn getötet hat. Und das wäret dann wohl ihr. Ihr geht... Was will er sich jetzt hier mit mir anlegen, oder was? Und ihr auch. So. Ich glaube, es hackt ein bisschen bei euch, ja? Mich hier in einen Hinterhalt locken. Brief an Orwin, den nehmen wir natürlich schön mit. Ja, ein bisschen Action in dieser Folge auch. Die Stadtwache schläft nie. Nachdem wir ja jetzt... Wir haben ein reichhaltiges Angebot. Gibt es Student etwas, das man hier nicht findet? Meister der Zauber. Boah, hier reden die so viel. Ich bin falsch gelaufen. Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Hier entlang, genau. Also, wir haben ja jetzt viel Rederei gehabt, viele Quests, viele Geschichten auch aufgelöst und jetzt gab's halt auch mal ein bisschen was an der Schnauze gehauen. So, jetzt müssen wir nochmal hier in die Stollen kurz rein. Ich hoffe, oh nee, die sind da ganz hinten, ey, leckt's mich am Arsch. Was soll's? Lust auf ein Spielchen? Nein. Tyria liebt die Starken.
Die Zauberkundigen. Wie schön für Lyria. Werden wir jetzt hier angegriffen? Man hat versucht, uns umzubringen. Boah, wir können einfach hier durchspazieren, obwohl hier Spinnen sein müssten. Moment. Geradeaus. Ja. Wo ist denn der Hebel? Hä? Ach, bestimmt hier. Wir müssen bestimmt andersrum gehen. Von der anderen Seite ist bestimmt nur der Hebel da. Ja, wir müssen jetzt voll den Umweg laufen. Toll. Egal. So. Gleich haben wir's. Ein Haufen elender Lumpensammler. Ihr seid es. Wisst ihr, was ihr getan habt? Dunn war eine Falle. Ein Köder, mehr nicht. Eingefädelt lange bevor ihr auf den Plan getreten seid. Ich brauchte einen Sündenbock. Ich habe den Mörder wohl gefunden. Was? Und ihr habt Dunn nicht ermordet? Wir haben alle Blut an den Händen. Wir schützen alle unsere Haut, wenn wir müssen. Ich konnte nicht zulassen, dass diese Göre und ihr Pack ausplaudern, was sie gefunden haben. Deswegen ist es so gut, dass ihr gekommen seid. Ich kann euch die Morde anhängen. Sagen, ihr wäret bei dem Kampf gestorben. So, der steckt auch ordentlich ein. Ah, okay, die gehört zu uns. Jetzt ist Ruhe hier. Nur wenige Oberflächler. Er ist tot. Es ist vorbei. Dank euch. Wenn ich mir vorstelle, dass ich den Grund für diesen Albtraum erst wenige Augenblicke vor seiner Ankunft erfahren habe. Warum hat er das getan? Nee. Wie habt ihr das herausgefunden? Ich hatte genug vom Warten. Ich musste etwas tun. Also habe ich getan, was ich kann. Ich habe die Haufen sortiert. Und dabei habe ich den Grund gefunden. Warum hat er das getan? Um seine Verbrechen zu vertuschen. Er hat Gefangene als Sklaven verkauft. Hat sie nachts auf Handelsschiffe geschmuggelt. Eines der Schiffe ist auf Grund gelaufen und an den Kais gesunken. Es hatte Sklaven und Gold geladen. Mit Halibors Namen auf allem. Bevor er das Wrack säubern konnte, haben wir uns bedient. Damit kannten wir sein Geheimnis. Er war bereit zu töten, um seinen Namen zu retten. Ja, da haben wir einen Ring und ein bisschen Kohle bekommen, ne? Und was hast du noch? Handwickel der Effizienz nehmen wir erstmal mit. Ups, Handwickel der Effizienz. Die sind aber nicht gut, also was soll's. Ah, genau, jetzt können wir hier nämlich einfach raus. Und zwar hier. Da ist der Hebel. Weil... Ah, hier ist noch ein Hebel. Das ist die Tür, die wir gerade nicht aufbekommen haben. Und als nächstes würde ich sagen, geht es mit der Hauptquest weiter. Was, ich muss da lang? Ach so. Ah, zum Glück ist die Tür noch offen. Hoffentlich ist die hier auch noch auf. Ja. Ist ja viel kürzer, wenn ich hier lang gehe. Hohoho. Beinahe. Wir müssen nämlich hier einfach hoch und dann sind wir schon auf einem guten Weg. Hoch. Ja, nicht die Stühle umrennen. Schönen guten Tag. Was müssen wir überhaupt machen? Wir müssen jetzt mit Elund Kart sprechen, genau. Elund Kart.
der hier irgendwo ist. Wir haben heute ein Rad hier festgemacht. Okay. Ach, tatsächlich? Na dann. Und dann drehen wir. Erstmal hier lang. Bewahrt den Frieden. Also Rad hier, das ist schon eine coole Stadt. Die sieht auch schon ziemlich nice es ist ein aus, schöner aber. Tag. Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Also die labern natürlich ununterbrochen da auf dem Markt und diese Stadt ist so verwinkelt gebaut. So, wir müssen erstmal in die Oberstadt noch. Und dann sage ich, bei Lyria sehe ich vielleicht wie ein Gift. Mensch, mein. So, hier müssen wir hin. Mit dem müssen wir reden. Wenn ich euch nicht zur Vernunft bringen kann, muss es eben jemand anderes tun. Verdammter Narr. Was wollt ihr? Ich kann mich dieser Tage vor Bittstellern kaum retten. Ich nehme an, ihr seid ein weiterer Verfechter dieses absurden Plans, Melzenschir zurückzuerobern, richtig? Ihr müsst Telera anhören. Seht euch Ratius Schwesternstadt jenseits der Meerenge an. Ihre zerstörten Mauern, ihre verbrannten Gärten. Ein Jahrzehnt des Krieges hat ihr das Rückgrat gebrochen. Wir nehmen die Flüchtlinge auf und schicken ihr alle Lebensmittel, die wir entbehren können. Wir versuchen alles, um ihre Qualen zu lindern. Aber ich stehe seit 10 Jahren hier und sehe zu, wie sie langsam stirbt. Und nun glaubt ihr, ein Fremder, ihr könntet mich davon überzeugen, diese gesamte Stadt für seine Rettung zu opfern? Und das nur, weil die größte Enttäuschung unserer Armee irgendein altes Relikt wiederentdeckt hat? Melzenschir retten. Melzenschir hält als östlicher Schild für Ratie stand. Selbst jetzt, wo die Festung beinahe zerstört ist, gibt sie noch immer nicht auf. Diese Stadt kann nichts für sie tun, aber vielleicht können es ihre Bewohner. Die Verwundeten hier sehnen sich danach zurückzukehren, um ein letztes Mal für ihre Festung zu kämpfen. Ich werde ihnen sagen, sie sollen sich bei den Docks mit euch treffen. Und nehmt auch dies hier. Es stammt aus meinen eigenen Beständen. Möge es euch in der bevorstehenden Schlacht von Nutzen sein. Ja, das wissen wir ja schon. Wir haben Ring des Elund bekommen. Und hier gibt's noch ein bisschen zu quatschen. Geht! Rettet unsere Schwesternstadt jenseits des Meeres. Oder geht mit ihr unter. Und wir reden auch mit denen. Vielleicht noch in der nächsten Folge dann. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Pause. Wir haben ja quasi alles erledigt. Sind in der Story zwar nur minimal weiter, aber wir haben den guten Elund Card überreden können. Und das heißt, in der nächsten Folge widmen wir uns ausschließlich der Storyline und reden vielleicht auch nochmal mit Elund Card. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.